Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition, wollte ich schon fast wieder sagen. Nein, wir sind bei Pokémon Kolosseum, aber ich bin halt irgendwie so drin. Ach ja, und die Heilung bewirkt nicht, dass das Pokémon aus dem Fyrio-Modus wieder rauskommt. Alles klar. So sieht das also aus. Tja, es ist im Fyrio-Modus, dadurch können keine Items angewandt werden, aber das wurde ja auch schon erklärt. Und da haben wir den nächsten Trainer. Du bist wie ein Käfer-Pokémon, das vom Licht angezogen wird. Aber meine Pokémon sind das Licht. Oh, ihr habt so 20.000 Volt in den Armen. Aber dadurch kriege ich meine Glühbirne oben nicht an, weil die ja zerplatzt ist. Oh, Fritzeblitz und Voltoball. Fritzeblitz greife ich nur speziell an. Da werde ich mich hüten, es physisch anzugreifen. So, Biss geht auf Voltoball, das kannst du auch gerne tun. Und Psyana, du machst Konfusion auf Voltoball auch. Doch, wir machen es mal so. Es war klar, das war sowas von klar, dass Fritzeblitz einen Ruckzuck-Hieb anwenden wird. Deswegen habe ich es darauf jetzt nicht angelegt, muss ich sagen. Aber jetzt, das kann schon mal gut gehen. Zack. Ja, das hat schon mal gut geholfen. Also müsste der Biss dann... Oh, Schockwelle. Moment, das war eine Elektroattacke, wenn ich mich nicht irre. Okay, hat jetzt nicht so viel abgezogen. Kann man mit leben. Und der Biss sollte aber Voltoball das Handwerk legen. Wunderbar. Voltoball wurde besiegt. Ja, wie ein Pokémon. Was? Was? Das Vieh hatte doch keine Statik. Ich habe das jetzt auch nicht so schnell lesen können. Aber wir rufen das Pokémon mal zurück. Wir gehen mal zu... Noctu ist eigentlich nicht klug. Aber ich muss es aus dem Fyrio-Modus rausholen. Deswegen mache ich das mal. So, und Psyana, du machst eine Konfusion. Gegen Fritzelblitz. Alles andere hilft ja nicht. Ich möchte es eigentlich ungern im Fyrio-Modus lassen. Aber, na gut. So. Na, wie viel zieht's ab? Ja, schon mal ganz gut. Fast besiegt. Und ein Silberblick auf ihn, niedlich. Der ist aber nicht wirklich Silber. Da hätte ich jetzt was anderes erwartet. Ja, Noctu ist im Fyrio-Modus, das weiß ich. Also, deswegen machen wir mal einen Ruf nach Noctu. Und Psyana, du kannst mal einen Sternschauer anwenden. Noctu! Yay! Und dadurch hat sich nämlich auch das Herz wieder ein Stück geöffnet. Das ist halt der Vorteil beim Rufen. Ach ja, Ruckzuckhieb, gerne. Und da ist nämlich Noctu auch schon so gut wie geheilt, fast. Und dann geht es noch an die anderen Pokémon, welche wir schön aufrappeln wollen. Ich meine, wir möchten ja möglichst schnell auch viele kampfbereite Pokémon haben, also die wir gut im Pokémon-Kampf anwenden können. Aber dazu müssen wir erst auch in die nächste Stadt. Waren meine Pokémon etwa nicht stark genug? Tja, so ein Pech aber auch. Besiegt sind meine Pokémon. Tja, das tut mir aber leid. Ja, und das mache ich gerne. Ich renne wieder zurück zur Maschine, um meine Pokémon zu heilen. Um dann in den nächsten Kampf zu gehen. Aber wenn es mir halt so auf dem Präsentierteller hier präsentiert wird. Oder dargeboten wird. Genau. Wenn es mir auf dem Präsentierteller dargeboten wird, dann nehme ich das auch in Anspruch. Warum denn auch nicht? Ich meine, da brauche ich keine Tränke, kein sonst was. Da nehme ich zwar ein bisschen längere Laufwege in Kauf und ein bisschen längere Spielzeit, und das war ein lustiger Pfeil nach oben. Dieser Pfeil zeigt nach unten und da haben wir eine Lady. Mal gucken. Achtung, es geht los. Du bist erledigt. Mhm. Bin ich das? Biker Hips. Okay. Dodu und Ladybar. Dodu und Ladybar, alles klar. Mir fehlt halt noch eine schöne Feuerattacke, aber dazu kommen wir bestimmt später noch. Deswegen werden wir mal gucken. Na gut, also Nachtara. Warte mal. Nachtara, du machst einen Biss auf Ladybar. Genau,
Und Psyana tauschen wir aus. Psyana kommt gegen Vati in den Kampf. Nein. Vati kommt andersrum für Psyana in den Kampf. So rum ist es richtig. Und nicht anders. Furienschlag. Wer einmal Wetten, es trifft fünfmal. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Achso, nur dreimal. Alles klar. So, dann beißen wir ordentlich zu. Dodo ist schon mal paralysiert, umso besser. Ja, und das zieht ja wahnsinnig viel ab. Er schreckt zumindest zurück. Na gut, dann machen wir das nochmal. Und einen Donnerschock gegenüber Dodo. Ja doch, einen Donnerschock gegenüber Dodo, damit wir Dodo zumindest schnell hier vom Platz fegen können. Lady Bar könnte ja zumindest mal wieder zurückschrecken. Ach, na wunderbar. Das läuft ja doch mal für mich ganz gut. Und das ist sehr effektiv, sodass Dodo ja, sich verabschieden kann. Und mal gucken, was Biker noch hat. Ein Wablu. Ah, das war irgendwas auch mit Flug. Na gut, dann wollen wir das mal im Kampf behalten. Nachtera, du bleibst mal weiter bei Biss. Vielleicht schreckt das ja nochmal zurück. Wovon ich jetzt zwar nicht ausgehe. Ich meine, dreimal hintereinander wäre schon ein bisschen frech. Aber, na gut, ein Zecke, das kann man mal verkraften, der zum Glück auch daneben geht. Mal wieder ein Furienschlag. Nummer 1. Es wurde paralysiert. Nummer 2. Na, Nummer 3. Da kommt Nummer 4. Natürlich. So oft können die angreifen, das ist schon eine Frechheit, oder? Ja. Das ist sehr effektiv, man sieht's. Es hat irgendwie nicht so viel gebracht, aber das hatte noch einen zweiten Typ irgendwie. Deswegen war das auch nicht so einfach zu besiegen. Also, du nimmst jetzt mal Geheimpower gegen Ladybar und Vati, du nimmst einen Donnerschock. Das muss jetzt aber reichen. Also dann. Wurde er schon mal besiegt, das Ladybar? Wunderbar. Aber das mit dem Biss, da hatte ich wirklich mal Glück. Zweimal zurückschrecken, das ist schon was für sich. Und Donnerschock, komm, das muss jetzt reichen. Ich meine, das war schon die Hälfte. Sehr schön, sehr effektiv. Wablu wurde besiegt. Hat anscheinend aber eine gute Spitzverteidigung, wenn es das so ausgehalten hat. Naja, man weiß es nicht. Also, Hips wurde besiegt. Du, ich besiegt? Ja, du wurdest besiegt. Traurig, oder? Mit einem Krypto-Pokémon hätte ich dich locker besiegt. Ja, sei doch nicht gleich so jähzornig. Kann ich ja nichts dafür, wenn ich dich besiegt habe. Und so toll sieht das Versteck hier auch nicht mehr aus, oder? Ein bisschen baufällig. Aber irgendwie ist das allgemein, wa? Die viele Häuser, die sehen hier schon ein bisschen baufällig aus, finde ich. Aber gut, das kann ja mal vorkommen. Das ist ja dieser spezielle Stil hier. Aber in Pokémon wissen wir ja, da gibt es eh die kuriosesten Bauwerke. Aber ich freue mich schon auf dieses eine Kolosseum, was ja jetzt noch eine Baustelle ist. Also, wo noch alles weggeräumt werden muss. Aber dazu kommen wir ja später irgendwann mal. Ganz ordentlich später. Meine Pokémon sind echte Champions. Komm und überzeug dich selbst. Na, das wollen wir doch mal sehen. Du wirst eh kein Hallo Bits. Gibt's auch noch Bites? Seemops, Dumops und Schnäppke. Du alle Schnäpfe. Oh, was war denn das nochmal von Viech? Warte mal. Das war, glaube ich, Geist, oder? War das Geist oder irgendwas mit Unlicht? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich werde darauf mal einen Biss anwenden, auf jeden Fall. Mal gucken, wie das wirkt. Und wir werden mal Vati eintauschen. Vielleicht wäre es dann später im Kolosseum gar nicht mal so verkehrt. Gar nicht mal so verkehrt. Zu wissen, welche Trainer welche Pokémon haben. Okay, schon mal nicht effektiv. Das setzt aber Biss ein, alles klar. Ja, das ist bei mir auch nicht wirklich effektiv. Also 3 KP, die es abgezogen hat. Oh, Aquaknarre. Ja, das ist ja überwältigend, was es abgezogen hat. Na gut, also Nachtara. Ach komm, du machst trotzdem Biss auf Schnäppke. Und Kryptoschlag. Nee, warte mal, war das nicht sogar
Warte mal. Ich habe da eine Idee. Nachtara, wir rufen dich mal zurück. Makuhita, du wirst mal in den Kampf kommen. Und Vati, du wirst einen Donnerschock gegen Seemobs anwenden. Und da war die Endentwicklung Valraisa. Daran kann ich mich auch noch relativ gut erinnern. Schnapp gesetzt bis ein. Aha. Schön. Ach, ein Volltreffer sogar. Und wenn ich Pech habe, schrecke ich zurück. Natürlich! Und natürlich kannst du einen Aurora-Strahl. Jetzt kriege ich ja die volle Packung hier ab. Ja, und jetzt sinkt noch der Angriff, aber das soll mir egal sein. So. Schnäppke, du kriegst einen Kreuzhieb ab. Vati, du machst einen Donnerschock gegen Seemobs. So, und das sollte jetzt ordentlich treffen. Sehr effektiv ist es schon mal. Aber hat es nicht besiegt, aber es sieht so lustig aus. Hey, es wurde mal paralysiert und... Komm, Kreuzhieb, du triffst aber. Ah, da war es nämlich irgendwas mit Eis, weil Firnantor war die Weiterentwicklung. Genau, Firnantor, so sieht es aus. Das war die Weiterentwicklung. Pulverschnee. Das war da auch wieder so eine Attacke, die dauerhaft Schaden macht, oder? Oder wie war das? Also es geht auf jeden Fall auf beide. Gut, das kann man machen. Muss man nicht, aber man kann es machen, ja? Also in kürzester Zeit wurde ich so oft eingefroren, das ist schon unglaublich. So, deren Herzen müssten doch aber auch bald wieder hier geöffnet sein. Na gut, Tyrakrok, komm, wir schicken dich in den Kampf. Und dann werden wir mal weitersehen hier. Eingefroren, ich wurde jetzt wirklich in kürzester Zeit dreimal eingefroren. Zweimal in Pokémon Blattgrüne Edition. Und dann nochmal hier. Aber komischerweise habe ich da auch mal in Blattgrüner Edition einen Gegner einfrieren können. War sogar ganz gut, dass es eintraf. Was? Unmöglich. Na doch, siehst du, es ist ja, siehst du, dass es möglich ist. Das hast du jetzt gesehen. Na, meine Pokémon haben ganz schön was auf den Kasten, oder? Jetzt müssten sie nur noch gewinnen. Ja, das kann gut sein. Und wir treten mal wieder über unseren üblichen Gang an, nämlich nach unten, zum Heilen. Man könnte das natürlich auch rausschneiden. Das gäbe dann vielleicht immer so 1 bis 2, vielleicht 3 Minuten zusätzliches Videomaterial. Aber das geht ja zum Glück relativ schnell. Aber ich finde das schön, dass sie solche Teile hier aufgestellt haben. Also weiter geht es. Dann hier schön nach oben. Ich hatte damals mal einen Spielstand von Pokémon Colosseum gehabt, so knapp 100 Stunden, und da hatte ich noch eine andere 64 MB Memory Card. Eine, die zwar nicht überhitzte, aber die dann leider mal die Spielstände löschte. Tja, da waren mein Mewtwo, mein Kyogre oder Kyogre und mein Groudon drauf. Und irgendwie finde ich meine Rubin-Edition nicht mehr. Und meine Saphir, die habe ich noch. Na gut, also, was haben wir hier? Einen Belebber. Eine Beleber. Oder wie? Auch in dieser Bruchbude, wie dieser, können meine Pokémon voller Schönheit und Anmut tanzen. Wenn du meinst, Julia. Julia mit Y, das ist mir zwar neu, aber okay. Man lernt nie aus. Sepa, Lastschriftverfahren und Mirapla. Alles klar. Von Mirapla kommt bestimmt eine Stachelspore, was ich mir vorstellen könnte. Obwohl, warte mal. Das ist doch schon Gift, oder? Wenn er schon Gift ist, dann tausche ich jetzt nur Nachtara aus. Und zwar gegen Vati. Und Psyana, du machst eine Konfusion gegenüber Mirapla. Kätzchen, du musst jetzt mal wieder wegschauen. Aber erstmal wird das Nachtara ausgetauscht. So, Vati wird eingetauscht. Es ist schon fast ganz geheilt. Und Kätzchen, guck weg. Achtung, es trifft. Es ist sehr effektiv, weil es halt Pflanzegift ist. Mirapla wurde besiegt und jetzt ist es weg. Jetzt darfst du wieder hingucken, Kätzchen. So. Also, Sandan wird in den Kampf geschickt, alles klar. Können wir mal machen. Drachentanz, steigert so irgendwas? Angriff. Und Init, okay. Int, genau, die Intelligenz wird gesteigert, das wäre ja mal was. Vati, du machst einen
Donnerschock. Zum Glück hat Zandan keinen Blitzfänger. Das kann ja zum Beispiel Rizeros haben. Also Rihon, Rizeros, Rihonio. Und dann tauschen wir noch das entsprechende Pokémon ein. Und dann schauen wir mal weiter. Lange keine Krypto-Pokémon mehr gesehen. Aber das ist ja nun auch nicht so schlimm. Und so viel dürften wir jetzt nicht verlieren an KP. Nö, das geht. Deswegen kein Problem. Vati setzt seinen Donnerschock ein. Und das ist natürlich sehr effektiv. Gleich besiegt, wunderbar. Das SEPA-Lastschriftverfahren wurde besiegt. Oh, es macht einen Schwertstanz, um seinen physischen Angriff stark zu steigern. Ja, so sieht das aus, aber dazu wird es, denke ich mal, nicht mehr kommen. Ja, hier Baumwollsaat und Surfer. Das sollte sein Übriges tun. Und dann sei das hier auch erledigt. Gucken wir mal, sehr effektiv. Wunderbar. Ja doch, das war eine Frau. Ich dachte jetzt schon, habe ich hier einen Mann falsch synchronisiert, aber nein. Das war eine Frau. Tanzen allein reicht für nicht zum Sieg. Nö, nicht immer. Aber immer öfter, vielleicht. Weiß ich nicht. Meine Pokémon, so ein trauriges Ende. Okay, dann haben wir hier noch eine. Eine Dudine. Du kommst extra hierher, um mich um dich besiegen zu lassen? Obwohl, hier hätte ich eigentlich mal so eine richtig schöne männliche Stimme anwenden sollen. Nein. Ah, die ist schon ein bisschen stabiler, sagen wir es mal so. Tentacha und Tuska. Tuska, Tuska, wirf die Gläser an die Wand. Tuska ist ein schönes Land. Muhahaha. Yay! Und es war eine ganz schlechte Eigenentwicklung, aber egal. Nachtara, dich tauschen wir aus. Nein, nicht angreifen. Und zwar Pokémon. Wir tauschen dich aus gegen Noctu. Obwohl, wir hätten auch Makuhita eintauschen können. Wegen des Unlichttypes, den Tuska auch hat. Tuska ist ja Pflanze Unlicht. Aber gegen Tentacha machen wir erstmal eine Konfusion. Nein, zunächst wird das Pokémon ausgetauscht. So, dann nun aber Konfusion, Flieg und Sieg. Und dann ist Level 31 nicht mehr weit entfernt. Sehr effektiv. Oh, hat nicht ausgereicht. Blubstrahl kann, glaube ich, verlangsamen oder sowas. Aber das ist ja nun nicht so schlimm. Aber diese Attacke, also der Effekt, der sah schon toll aus. Oh, Finte. Das kann wehtun. Hat eine Treffergarantie. 60 Stärke. Na gut, Noctu. Du flieg mal empor. Ich muss Tentacha irgendwie besiegen können. Na, warte mal, da haben wir gleich einen Trick auf Lager. Also Noctu, du fliegst empor. Psyana, dich werde ich mal austauschen. Gegen, was ist denn noch effektiv? Moment. Natürlich, Vati. Vati, wir werden dich eintauschen. Ich denke mir nämlich, dass die Finte auf... Warte mal, habe ich jetzt... Warte, habe ich jetzt das richtig eingetauscht? Ah ja, doch, ist schon richtig, ja, ja. Umklammerung ging zum Glück daneben. Ich finde es nur ein bisschen komisch. Ja, es war so klar. Und Vati kann das ein bisschen besser wegstecken. Es war so klar, dass sie das darauf macht. Na gut, Vati. Donnerschock auf Tentacha. Fliegen bitte triff. Wunderbar, es hat getroffen. Es hat aber nur Genauigkeit 95, deswegen kann es gut und gerne mal daneben gehen. Na gut, es hat zum Glück getroffen. Psyana erreicht Level 31, hat, naja, gut, ja, einen guten Spitzangriffsplus bekommen. Das können wir festhalten. Ja, das sieht man halt, also es ist eher speziell ausgerichtet, sagen wir es mal so. So wie ich bin halt auch ganz schön speziell, aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Wie ich die Säure kenne, vergiftet die mich bestimmt. Oder? Nein? Achso, das ist auch eine Attacke, die auf beide geht. Und Donnerschock, komm, das gibt jetzt dem Tentacha den Rest. Und dann kann nämlich auch der Rest des Partes relativ kurz ausfallen. Aber wir haben sie erstmal besiegt. Und dann schauen wir mal, was wir von ihr noch bekommen. Was soll das? Jetzt bin ich ja die Besiegte. Ich kann halt schlecht Frauenstimmen synchronisieren, aber... Ach ja, ich bin besiegt. Welchen Totenwinkel hast du nur ausgenutzt? Tja, schon blöd, wa?
Ja gut, also auf jeden Fall, die haben wir besiegt. Ja, wenn man so massig ist, also so an Muskelmasse, dann kann das schon mal vorkommen. Dass man sich nicht ganz umblicken kann. So, ich werde die Pokémon offscreen heilen. Und deswegen hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und in der Hoffnung, dass wir die Queen im nächsten Part mal endlich gegenüberstehen, sage ich, im nächsten Part von Pokémon Blattgrüne Edition. Kolosseum sieht man sich.